Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir spielen Dragon Age, das kann man hier nirgendwo lesen, aber es ist Dragon Age Inquisition. Mit euren Herzfehler, ich bin zurück mit endlich mal einem neuen Spiel. Ja, und wie man sieht, habe ich schon gespielt. Spiel fortsetzen. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir gehen auf neues Spiel. So würde das dann ausschauen. Jawohl. So, und jetzt gibt es hier verschiedene Rassen. Und zwar den Mensch, den Elf, den Zwerg. Und einen Quanier gibt es hier. Ja, verschiedene Arten. Weiblich, männlich. Damit ihr es auch seht. So. Ja, ich habe sehr, sehr lange darüber überlegt, was ich hier spiele. Und die meisten werden jetzt sicher sagen, ah, der Herzfehler spielt sicher einen Menschen. Nein, nein, ich spiele keinen Menschen. Ich war gerade im Kino und habe mir den Hobbit angeschaut. Und zwar den dritten Teil. Wie heißt er? Ah, die Schlacht der fünf Heere, genau. Und ja, ich möchte die Zwerge hiermit, ja, ehren. Nämlich, der Film war extremst gut und was die Zwerge da rausgerissen haben, wirklich, wirklich respektabel. Deswegen spielen wir einen Zwerg. So, hier gibt es auch verschiedene Kategorien natürlich. Waffe, Schild, Krieger, Zweihandwaffe, Schurke und Schurke, Zweiwaffe. Bogenschütze. Also Schurke, Zweiwaffe und Schurke, Bogenschütze. Und ja, okay, gut, wir machen uns einen, so mit Waffe und Schild. Würde ich mal sagen. So, und das ist der Schwierigkeitsgrad. Entspannt, normal, schwer und Albtraum. Wir gehen auf normal. Ich habe es auch auf normal gespielt. Ich habe mir einen Elben, habe ich mir gemacht. Aber wir machen uns diesmal einen Zwerg. Wir werden die Zwerge hier ein bisschen hochheilen. So, Weltlager Import. Möchtest du die individuellen Welttage aus deinem Dragon Age Keep importieren? Jo. Oder nein? Oh ja. So, jetzt kommt nochmal eine Cutscene. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Achso, ja genau. Das sind die Ladebildschirme. Die Ladebildschirme, da kann ich ein bisschen durchzeppen. Wenn es wen interessiert, bitte drückt auf Pause, dann könnt ihr es lesen. Die Ladebildschirme sind ziemlich lang, sage ich euch. Aber die werde ich nicht wegcutten. Man sieht es, wie lange es dauert. So würden wir jetzt noch ausschauen. Jetzt können wir hier anpassen, was für einen Zwerg wie wir hier gerne spielen würden. Einen schwarzen, einen weißen. Ja. Schauen wir mal, wir nehmen uns den ersten Kopf. Voll vernarbt. Aber man kann alles umändern, das ist alles kein Problem. Hier in Dragon Age. Gesichtsformen kann man hier ändern. Ich muss nur reingehen. Hier sieht man schon ein bisschen. Sollte ein bisschen fester sein. Ah, so, das gefällt mir schon. So, die Hautfarbe vielleicht ein bisschen dunkler. Ah, das ist schon zu dunkel. Schwarze Zwerge habe ich prinzipiell nicht gesehen in den Filmen. Ehrlich gesagt nur helle. Auch Thorin Eichenschild ist ein bisschen so ungefähr in dieser Farbe. Machen wir mal den Teil. Ah, gehen wir mal runter. Runter, 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 runter. Ja, das passt, würde ich sagen. Die Augenfarbe, die sollte irgendetwas Extravagantes sein, nämlich da wir ja der Hauptcharakter sind, sollte es ziemlich fett rausstechen, finde ich. Violett hätte ich gern, falls das gibt. Violett, irgendwas mäßiges. Was haben wir da? Rausch, glaube ich, war das. Das ist urdunkel, das ist urböse. Da, sowas. So, blau, das passt auch. So, Haare. Ja, Glatze passt natürlich gut zu einem Zwerg. Oder mit Flechten halt. Falls sowas gibt, mal schauen, was da alles gibt. Ja, sowas zum Beispiel ist gut für einen Zwerg. Mit Länge, na, mit einem tut nicht. Na, das schaut auch komisch aus. Das schaut ansehnlich aus, muss ich sagen. Ich glaube, das lassen wir. Schwarz hätte ich gerne die Haarfarbe. Ja, das ist mal wieder zu hell. Ja, das ist schon zu dunkel. Machen wir es ein bisschen heller, würde ich sagen.
So ungefähr in der Kategorie. Können wir noch den Bart ändern? Na, 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 na. Na, das schaut irgendwie komisch aus. Es schaut schon gut aus, aber trotzdem. Ich hätte gerne einen Vollbart, so wie es ein richtiger Zwerg halt ist. Ja, so schaut auch gut aus. Was sagt ihr? Schreibt es mal in die. Ja, sowas. Ja, genau. Das wäre eine Kategorie, die mir gefällt. Kürzer. Länger. Machen wir es länger, oder? So, Stimme gibt es hier nur zwei, was ich weiß. Lasst mir keine andere Wahl. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Natürlich nehmen wir uns die tiefere Stimme hier. Kopf und Ohren, nein, Augen, nein. Ich würde mal sagen, das passt so. Narben eventuell. Schauen wir mal, was da gibt. Das schaut cool aus. Das lassen wir mal. Und die Inzestität, die werden wir hochstellen. Ja, so dass man sieht, sehr gut. Positionieren, nein. Tätowierungen auch nicht, das passt schon so vollkommen. Make-up, nein, das passt schon so, oder? Was haltet ihr von meinem Zwerg? Schaut cool aus von der Seite, die Nase ist auch ziemlich groß. So wie es sich gehört, finde ich persönlich. Und übernehmen tun wir. So, umbenennen. Und wir nehmen natürlich unseren Standardnamen. Da oben haben wir schon stehen. Herzfehler. Auf fertig und übernehmen. Jetzt geht's weiter mit der Cutscene. Ich bin gespannt, wie groß wir sind, im Gegensatz zu den anderen. Ich bin echt gespannt. Was man am Anfang hat, das kann ich euch auch sagen. Eine Sucherin, das ist eine Frau, die hat auch Schwert und Schild. Dann hat man den Solas, das ist ein Magier. Und dann hat man noch den Vanrick, glaube ich, heißt er. Das ist der Schurke mit Bogenschützenkünsten. Und die heißt Bianca, also seine Waffe heißt Bianca. Auf das werden wir dann näher eingehen in diesem Let's Play. Man sollte eigentlich als Damage-Dealer anfangen, aber nein, das interessiert mich nicht. Nämlich, man kann jederzeit umskillen. Das kann ich euch auch dann natürlich zeigen. Und schaut mal, wo die Untertitel sind. Warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das sind gar keine Unterschiede. Ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Das ist schrecklich. Ihr denkt, ich bin dafür verantwortlich. Erklärt mir das. Das kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist, oder? Woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen ihn, Cassandra. Lasst mich gehen. Okay, gut. Was nehmen wir denn da? Jetzt kann man halt natürlich auswählen, was man da gerne hat. Lasst mich gehen, das ist brutal. Dann all diese Leute, das ist. Also man sieht es hier in dieser Mitte halt.
Und was jetzt? Das ist so, ha, mir ist egal und ich bin verwirrt. Ja, ist halt, ich bin verwirrt. Wir wollen einen lieben Charakter natürlich, also all diese Leute. Ich kann es einfach nicht glauben. All diese Leute sind tot. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde ihn zum Riss bringen. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Und jetzt beachtet die Grafik. Schaut euch die Berge an. Den Schnee, wie er runterfällt. Bäume. Das ist der Riss. Es geht um Risse hier in diesem Spiel. Und das sind wir. Schön sollen wir aus. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art. Nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande. Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich habe also im Grunde überhaupt keine Wahl. Keiner von uns hat eine Wahl. Für Sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst. So wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. So würde es aussehen. Schöne Grafik. Wir sind ziemlich klein. Gefällt mir. Und das mache ich nur zu Ehren von diesem Film. Wirklich, der Film hat mir extrem gut gefallen. Schaut es euch an, wirklich. Wenn die Zwerge kommen und in den Krieg ziehen, das ist unglaublich. Das schaut wirklich, wirklich gut aus. Und es sind wirklich neue Ideen auch dabei. Und deswegen wollte ich ihn... Ich habe wirklich lange überlegt. Wirklich lange überlegt, was ich hier mache. Öffnet das Tor. Und jetzt habe ich mich für ihn entschieden. Und alles nur wegen den Herrn der Ringe. Was man hier machen kann in diesem Spiel ist springen. Das ist sehr gut. Noch haben wir keine Waffen. Wir haben eigentlich noch gar nichts. Das ist alles Tutorial, was ihr jetzt da von mir seht. Ja, dann wollen wir das mal euch ein bisschen davor führen. Ich persönlich habe noch nie ein Dragon Age Spiel gespielt. Weder eins noch zwei. Das sollte angeblich der dritte sein, was ich gelesen habe. Ja, ja, das tut ihm da weh. Dieses Brandmal oder was auch immer das sein soll. Je größer die Bresche wird, desto mehr Risse tauchen auf. Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen, mit denen wir es zu tun haben. Wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Alles, was tiefer im Tal lag, wurde zerstört.
Darunter auch der Tempel der heiligen Aschen. Aber ich denke, ihr werdet es noch früh genug selbst sehen. Okay, ich wollte nur schauen, ob sich der Mond bewegt. Nämlich, das habe ich auch noch nie fertig gehört, nämlich jetzt passiert was. Oh Gott. Ab geht's. Hinunter. Eine Etage tiefer. Bleibt hinter mir. Jo. Da liegen unsere Anfangswaffen. So. Jetzt wird halt alles erklärt. Mit R2 angreifen. Mit R3 könnt ihr anvisieren, also so, dass er rot jetzt rot leuchtet. Und ihr müsst eigentlich nur auf R2 oben bleiben. Verschiedene Skills haben wir noch. Weg mit der Waffe. Los. Gut, ich nehme die Waffe runter. Ihr müsst mir vertrauen. Ein Dämon hat mich angegriffen. Was hätte ich denn eurer Meinung nach tun sollen? Ihr müsst auch nicht kämpfen. Behauptet ihr etwa, so etwas wird nicht erneut geschehen? Ihr habt recht. Ich kann euch nicht beschützen. Und ich kann auch nicht von euch erwarten, dass ihr euch nicht selbst schützt. Ich sollte mich daran erinnern, dass ihr nicht versucht habt zu fliehen. Okay. Dann gehen wir weiter. Bisschen machen wir noch, würde ich sagen, bis zu 20 Minuten, damit man hier ein bisschen was sieht. Nicht nur ganzen Scheißdreck. Ja, und die labern die ganze Zeit. So, Inventar. Wir haben eine Rüstung hier gefunden, und zwar den Soldatenharnisch. Legen wir uns, also das ist ja das Gleiche. Aber hier den Helm haben wir jetzt. Den werden wir uns einmal da anziehen. Und jetzt würden wir halt so ausschauen. In den Cutscenes sind die Helme alle weg. Das finde ich very nice. Aber jetzt da halt so, wie eine Blechdose halt. Passt schon. Alles, was wir haben, das haben wir. Und wir gehen immer weiter. Und der Schnee. Bitteschön. Fußabdrücke. Pulverschnee, glaube ich persönlich. Und nach einer gewissen Zeit verschwinden sie wieder. So, und jetzt wird dir erklärt, wie das hier zustande ist. Na komm, plündert das noch. Wenn wir sie flankieren, sind wir vielleicht im Vorteil. So, geht schon. So, jetzt habe ich hier Viereck gedrückt. Halt ein Schildhieb auf gut Deutsch gesagt. Und wenn ich jetzt Dreieck drücke, das mache ich jetzt, ziehe ich die Aufmerksamkeit auf mich, so dass er auf mich halt losgeht. Da oben sieht man, wie viele Erfahrungspunkte er hat. Plus 10 ist halt die Erfahrungsleiste. Und wenn sie voll ist, dann steigen wir natürlich ein Level. Aber das werde ich euch dann erst zeigen, wenn wir ein Level gestiegen sind. Da oben ist ein Schar, ein Bogenschütze oder irgend sowas in der Art halt. Da gehen wir zuerst drauf, nämlich der fliegt jetzt da runter. Oder auch nicht? Ah, das haben sie gepatcht. Sehr brav. Eigentlich fliegt er runter. So. Und man kann auch da wieder runterspringen. Das finde ich zu... Ah, jetzt ist er raufgekommen. Ah, ist ja wurscht. Schneller bewegen können wir uns hier leider nicht. Also, man kann nicht sprinten oder irgend sowas. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich, wirklich schlimm. So, jetzt geht er auf mich los. Obwohl sie auch ein Tank ist. Man sollte eher einen Damage-Dealer spielen am Anfang. Wie gesagt, man kann sich auch umskillen halt. Das ist halt nur für die Anfangswaffe hier. Da unten gibt es, glaube ich, was zum Looten. Da gehen wir nochmal runter. Warte. Ja, da. Gold. Da hinten auch noch. Das würde ich euch auch raten. Alles Mögliche, was es hier gibt, zum Einsammeln. Nämlich, da können wir unsere Tränke verbessern und auch weiter ausbauen, dass wir dann mehr Leben zurückerhalten. Es gibt ziemlich viel, was man hier in diesem Spiel machen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das alles so zeigen kann, nämlich so gut kenne ich mich auch nicht aus. So, da oben geht's weiter.
Wir machen zuerst den Typen da hinten. Na, ich wollte eigentlich nicht. Okay, gut. Dann machen wir halt den da. So wurscht. So. Schauen wir mal da. Ich glaube, da gibt es aber nichts mehr. Ich hoffe, es gefällt. Und bin über jeden Tipp natürlich froh. Oh, hier, den man hier, den man natürlich hier mir hinterlässt. Das haben sie gepatcht. Das ist weitaus schneller. Normalerweise macht man nicht so viel Schaden mit diesem, ja, wie soll ich sagen, Skin. Nämlich, das ist ja eher mehr der Tank, also der, der mehr aushaltet und nicht der Damage-Dealer. Der Damage-Dealer wäre der mit der Zweihandwaffe. Aber man kann auch, glaube ich, so auch so seinen Tank halt aufbessern. Was habe ich für meinen Elben? Eine 5-Finger... süßlicher Finger, 5-Finger-Schwert habe ich oder irgend sowas. Und den habe ich bis jetzt noch immer und ich bin auf Stufe 10. Ich kann noch nichts weiter ausbauen. Ich habe sehr lange gebraucht, damit ich verstehe, wie dieses Spiel hier weitergeht und sonstiges. Es ist echt schon echt, echt arg. Man kann die Kämpfe schon hören. So, hier oben wäre der erste Riss. Das werdet ihr gleich sehen. Und hier machen wir auch den ersten Part Ende, würde ich sagen. Ist gut zum Einsteigen. Ja, wenn es euch gefällt, bitte vergesst die Daumen nicht, die Comments nicht und im besten Fall bitte ein Abo dalassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Baba, euer Herzfehler.